Ich lebe und arbeite in einer der aufregendsten Städte Europas, in der Startup-Metropole Berlin. Hier ist es laut und aufgeregt, aber auch idyllisch und sehr inspirierend. Ein Ort voller Kontraste und unendlicher Möglichkeiten. Woran ich arbeite und welche Abenteuer ich erlebe, teile ich mit dir in mitreißenden und aufwendig produzierten Vlogs, die ich außerdem ergänze um wertvolle Tutorials, die dich ganz konkret weiterbringen. Du fragst dich, warum ausgerechnet ich? Ich bin ein Kind unserer Zeit. Ich lebe und liebe den digitalen Lifestyle, möchte das Beste aus den fortschrittlichsten Technologien herausholen und diese gleichzeitig aktiv gestalten. Denn ich glaube ganz fest daran, dass die Verantwortung für Fortschritt in jedem Einzelnen von uns liegt. Ich hatte dabei echtes Glück und habe ein sehr, sehr feines Gespür für Ästhetik mit in die Wiege gelegt bekommen. Jeder von uns hat schließlich irgendeine Superkraft. Auch du. Und meine ist die natürliche Intuition für gute Gestaltung. Und weil dieser Appetit nach Schönheit bei mir einherläuft, mit einem starken Antrieb aktiv zu wirken, etwas bewegen zu wollen, habe ich Design studiert. Und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Dank des Studiums sehe ich mich nun in der Tradition der großen Designer verpflichtet. Design ist keineswegs das bloße Erscheinungsbild einer Sache. Es macht dein Produkt brauchbar, es löst Probleme, es definiert, wie du etwas benutzt, wie du es erlebst. Und dabei gilt, gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Genau genommen habe ich Interface Design studiert. Meine Leidenschaft gilt der Entwicklung von digitalen Produkten aller Art. Und wenn ich entwickeln sage, dann meine ich nicht nur das Austüfteln von Ideen, sondern ich meine entwickeln wortwörtlich. Noch während des Studiums habe ich mir selbst Programmieren beigebracht. Mir hat es nicht genügt, Interfaces einfach nur zu gestalten. Ich wollte sie zum Leben erwecken. Insbesondere einen Gedanken fand ich dabei schon immer sehr faszinierend. Du baust bei dir ganz allein in deinem Zimmer, in einem Park, im Café oder wo immer du willst eine App, lädst sie in den App Store und die ganze Welt kann sie dann herunterladen. Das ist Wahnsinn. Und mit genau dieser Motivation gründete ich 2015 meine eigene Firma. Ich begann damit, nach und nach kleinere Apps zu veröffentlichen. Im Dezember 2017 folgte dann der Release meiner ersten wirklich großen App, MikroLearn für Swift, mit der Programmieren-Lernen endlich für jeden wirklich spielend einfach ist. Weil mir das Thema am Herzen liegt, weil ich glaube, dass wirklich jeder Einzelne von uns die Fähigkeit besitzen sollte, coden zu können. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube, nicht jeder von uns muss gleich ein Goethe oder Schiller der Programmierung werden. Es geht mir vielmehr um ein Grundverständnis. Jeder von uns sollte ungefähr erahnen können, wie die Technik, die ihn jeden Tag umgibt, ungefähr funktioniert. Du bist Teil einer Generation, der alle Möglichkeiten offen stehen. Lass nicht zu, dass dich deine Ängste oder Vorbehalte an etwas hindern, sondern trau dich. Du hast eine Vision für ein Produkt, die dich einfach nicht mehr loslässt? Dann verwirkliche sie. Der Weg ist womöglich steinig, aber sieh es als Privileg, dass du die Wahl hast, diesen Weg gehen zu können. Du träumst davon, dein eigenes Startup zu gründen? Ich sag dir was, der Notar hat heute noch bis 19 Uhr geöffnet. Worauf wartest du also? Schuhe an und los geht's. Deine Zeit ist jetzt.